Und das Problem steckt eben in dem Selbstverständnis neuer, vor allen Dingen jüngerer Journalisten, dass diese Trennung von Information und Meinung eigentlich überholt ist, dass wir am Ende des Objektivitätsideals angekommen sind und dass an die Stelle dieses Objektivitätsideals das gesetzt werden müsste, was man heute auch Haltungsjournalismus nennt. Meine Damen und Herren, nach der netten Einführung muss ich einfach auch sagen, ich bin meinerseits auch ein Bewunderer von Herrn Klonowski und der Satz, um den ich ihn ewig beneiden werde, ist noch knapper, noch prägnanter, nämlich ich bin Femininist. Das war genial, den hätte ich selbst gerne geprägt. Ja, aber rasch zu meinem Thema. Ich meine, ich kann gar nicht anders als mein Thema in zwei ganz simple Teile teilen, indem ich zunächst einmal berichte über die neuen, die sozialen Medien, also darüber, worüber Sie heute den ganzen Tag schon gehört haben. Und ich will versuchen, das auf zwei, drei Begriffe zu bringen, von denen ich glaube, dass die den größten Impact haben für dieses gesamte Thema. Und ich will dann gewissermaßen rückblickend überlegen, was bedeutet das eigentlich für die klassischen Medien, für die Massenmedien im alten Sinne, also Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen natürlich, Radio. Lassen Sie mich beginnen mit den sozialen Medien und ich will Sie nicht belästigen mit akademischem Jargon, aber da Sie ohnehin jetzt gerade einen englischen Vortrag gehört haben, wird Sie es auch nicht mehr schockieren, wenn ich mit zwei englischen oder amerikanischen Begriffen einsteige, die sehr leicht zu erklären sind, aber nicht ganz so leicht zu übersetzen. Beide sind, glaube ich, außerordentlich brauchbare Charakteristika für die soziale Medienwelt insgesamt. Und das eine ist der Begriff der Disintermediation und das andere der Begriff Disinhibition. Disintermediation ist das Ausschalten aller möglichen Zwischeninstanzen zwischen Bürgern und Öffentlichkeit. Ja, also Sie wissen ja, dass das Normale ist, wenn man irgendwas veröffentlichen will, oder jedenfalls waren wir das bisher so gewohnt, dass man dann das wahnsinnige Glück haben musste, auf jemanden zu treffen, der schon etabliert ist in den Medien und dann bereit ist, das, was man da nach außen bringen will, in die Öffentlichkeit auch zu vermitteln. Das hat sich offenbar radikal geändert und Disintermediation ist im Grunde im kommunikations- und medientheoretischen Zusammenhang etwas sehr Ähnliches, was Luther damals in der Reformation geschafft hat, nämlich auch tatsächlich alle Zwischeninstanzen zwischen dem einzelnen Menschen und Gott mehr oder minder wegzuräumen. Ja? Wenn du lesen kannst, kannst du meine Bibelübersetzung lesen, mehr brauchst du im Grunde nicht. Und ähnlich haben wir es jetzt mit einer Medienwelt zu tun, die diese Gatekeeper nicht mehr braucht. Ja, also diese Leute, die steuern, die redaktionell zwischengeschaltet sind. Nein, man kann direkt publizieren und insofern gibt es eigentlich auch gar kein Publikum mehr, sondern das Publikum ist selbst jederzeit auch Autor. Bertolt Brecht, der manchmal auch ein paar wirklich interessante Gedanken hatte, hatte in seiner Radiotheorie mal auf den Sachverhalt hingewiesen, dass das Radio rein technisch betrachtet auch als Sender benutzt werden könnte. Dass das nur natürlich den Mächtigen nicht passt und dass deshalb das Radio so funktioniert, wie Sie es kennen oder wie man das vom Fernsehen kennt. Es geht nur in eine Richtung. Aber eigentlich, so Brechts Radiotheorie, wäre das ein Medium, das es ermöglichen würde, dass alle zu Wort kommen. Für ihn waren das natürlich vor allem die Arbeiter, aber im Prinzip jeder, der ein Gerät hat, kann dann auch publizieren. Das war damals wunderschöne Utopie, heute ist es Wirklichkeit im Zusammenhang mit den neuen Medien. Der zweite Begriff, Disinhibition, der zeigt mehr oder minder die Negativseite dieser Entwicklung. Das heißt nämlich ins Deutsche etwa übersetzt, das Auflösen aller Hemmungen, die es gibt im Umgang mit Öffentlichkeit. Also die Kultur des Hasses, mit der wir es tatsächlich seit dem Take-off der neuen Medien zu tun haben. Aber auch auf der anderen Seite vielleicht sogar noch wichtiger, das, was der amerikanische Rechtswissenschaftler Tim Wu mal genannt hat, Exposure Culture. Also man könnte auch sagen Exhibitionismuskultur, nicht? Also dass Leute einen ungeheuren Drang verspüren, vielleicht auch deshalb, weil sie eben jahrhundertelang abgeschnitten waren vom Zugang zur Öffentlichkeit, alles, auch die intimsten Details der eigenen Existenz in die Öffentlichkeit zu bringen. Nun, über die negativen Seiten der sozialen Medien war man sich sofort einig.
Und einige sind auch ernst zu nehmen und zu diskutieren. Vor allen Dingen der Effekt der Echokammern. Es lässt sich gar nicht bezweifeln, dass Medien, die es ermöglichen, dass man selber frei auswählt, mit wem man diskutieren, kommunizieren will und von wem man sich informieren lässt, dass die Echokammern produzieren. Das heißt, dass man im Grunde nur noch das hört, was man gerne hören möchte. Man könnte nur mal zurückfragen an die alten Medien, die diesen Vorwurf gegenüber den neuen immer wieder erheben, dass da eine Echokammernkultur entwickelt wird, ob es denn früher sehr viel anders war. Nicht, war es doch früher auch so, dass man seine Lieblingszeitung hatte, seine Zeitung, von der man dachte, da steht die Wahrheit drin. Und vielleicht geht es den meisten auch heute noch so, dass man das Gefühl hat, also ich hätte früher gesagt, heute gilt das alles nicht mehr, aber ich hätte früher gesagt, ja, in der FAZ, was da steht, das kann ich glauben. Wenn es in der SZ steht, bin ich schon kritischer und von der Frankfurter Rundschau ganz zu schweigen. Also diese Vorstellung, es gibt, wenn man so will, einen privilegierten Zugang zur Wahrheit, das gab es ja früher schon. Also Echo kann man dann auch mit den alten Medien, aber es lässt sich nicht bezweifeln, dass der Effekt durch die neuen Medien enorm verschärft worden ist. Und das extreme Resultat von Echokammern sind schlicht Fanatiker. Fanatiker leben von einem technischen Effekt, der auch wiederum unabtrennbar ist von den sozialen Medien, den internetbasierten Medien. Das ist nämlich der Netzwerkeffekt der Eskalation. Darüber sind viele intelligente Bücher schon geschrieben worden. Auch das lässt sich überhaupt nicht bezweifeln, dass Netzwerke den Effekt haben der Abweichungsverstärkung, wie Soziologen das in ihrem spröden Deutsch nennen, oder Feedback-Effekte, positive Feedback-Effekte. Und vergessen Sie nicht, dass positive Feedback-Effekte meistens negativ sind, also im Sinne von, das wollte ich gar nicht. Ja? Denken Sie nur an den Verstärker, der dann Ihre Elektrogitarre so dröhnen lässt, wie Sie es eigentlich gar nicht vorhatten. Also das sind positive Rückkopplungen, die finden eben in Netzwerken prinzipiell statt. Und so kommt man es immer wieder zu Eskalationen. Also man könnte auch harmloser sagen, zu Modeentwicklungen, zu explosionsartigen Modeentwicklungen. Aber natürlich auch Eskalationen des Hasses, Eskalationen ideologischer Verblendung und Ähnliches mehr. Es macht also wenig Sinn, die möglichen Negativeffekte, die mit den sozialen Medien verknüpft sind, zu leugnen, sondern man müsste umgekehrt fragen, ob es denn bei den alten Medien so sehr viel anders war und ob dann auch diese Effekte wie etwa Netzwerkeffekte oder Echokammern-Effekte, ob die nicht auch positiv zu nutzen sind. Und mittlerweile gibt es virtuose Gruppen, die diese Effekte sehr für ihre Interessen einzusetzen wissen. Was so in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, am meisten fasziniert hat, war das, was meines Erachtens, korrigieren Sie mich, Sie sind besser informiert, meines Erachtens die Bild-Zeitung zum ersten Mal so genannt hat, nämlich Bürgerreporter. Gibt es eine ältere Quelle? Ich weiß es nicht. Also ich habe das bei der Bild-Zeitung zum ersten Mal gefunden, die das dann auch eingesetzt hat und gesagt hat, ja, wer schießt Bilder, macht Bilder mit eurem Handy, was ja auch ein toller Effekt ist des Handys, dass im Grunde auf der ganzen Welt de facto nichts mehr passieren kann, was nicht dokumentiert wird. Also es gibt so gut wie gar nichts mehr, was passieren könnte, ohne dass es gleichzeitig medial abgebildet wird. Das ist ja der Sinn des Bürgerreporters. Und der Bürgerreporter hat aber noch einen zweiten Effekt, der außerordentlich bedeutsam ist für die Entwicklung der Medienlandschaft insgesamt, nämlich erstens natürlich Partizipation. Ich kann selber teilnehmen, ich kann selber publizieren, Öffentlichkeit mit formieren und den Effekt, das ist eine Anmutung oder eine Vermutung oder eine Empfindung. Ob es mit Wirklichkeit etwas zu tun hat, ist eine ganz andere Frage. Aber es ist diese starke Empfindung von Authentizität. Wenn Bürger selber direkt sich äußern, wirkt das als authentisch. Ob es wahr ist oder richtig oder so, ist nochmal eine andere Frage. Aber es wirkt auf jeden Fall authentisch. Die Amerikaner haben im Marketing das schon vor Jahrzehnten erkannt, dass da ein ungeheures Potenzial drin steckt. Und die nennen das ganz schlicht Voice. Also die Stimme, ja, die Stimme eines jeden Einzelnen bekommt plötzlich Bedeutsamkeit und hat diese Bedeutsamkeit gerade durch die Authentizitätsvermutung. Letzter Punkt zu den sozialen Medien ist der für mich persönlich als
Wissenschaftler wichtigste, aber ich glaube für fast alle Berufsgruppen von ungeheurer Bedeutung. Das ist nämlich die Möglichkeit der sozialen Medien, der internetbasierten Medien, sich als Laie mit anderen Laien zu verbinden und die Laien zu einer Art Selbstorganisation zu bringen. Das klingt jetzt noch ein bisschen umständlich. Ich will hinaus auf Krise der Expertenkultur aufgrund der Selbstorganisation der Laien. Ganz simples Beispiel. Auf mehreren Ebenen hat man es schon vor Jahrzehnten erkannt und richtig benannt. Beispielsweise Communities of Interest. Also Leute, die gemeinsame Interessen haben, auch existenzielle Interessen. Nehmen Sie etwa nur das Beispiel, jemand hat eine unheilbare Krankheit. Morbus Crohn beispielsweise. Das haben Millionen Leute. Oder irgendwas anderes. Sie haben irgendein Wehwehchen, das sie nicht wegkriegen oder sowas. Früher, ja, waren sie mehr oder minder chancenlos, hoffnungslos oder mussten sich mit Sätzen von Ärzten vertrösten. Heute brauchen sie nur ins Netz zu gehen. Sie geben das Problem ein und sie sind umringt von massenweisen Chatgroups und Leuten, die genau dasselbe Problem wie sie haben. Und es stellt sich dann allmählich heraus, diese Leute, wenn Millionen aus ihren Erfahrungen berichten und diese Erfahrungen gefiltert werden, dass das unendlich viel interessanter und auch hilfreicher ist, als wenn sie irgendwelche Experten befragen. Sie wissen alle, dass das klassische Beispiel dafür natürlich Wikipedia ist. Ich bin ja so alt, dass ich mich daran erinnern kann, wie die ersten Reaktionen auf Wikipedia waren. Und die ersten Reaktionen waren alle gleich, nämlich, was das denn für eine verrückte Idee. Jeder beliebige Mensch, ob er qualifiziert ist oder nicht, Wissenschaftler oder nicht, darf über jedes beliebige Thema irgendeinen Eintrag machen in einer virtuellen Enzyklopädie. Nicht? Also die Ablehnung war gigantisch oder man hat sich lustig darüber gemacht. Heute gibt es niemanden mehr, der sich über Wikipedia lustig macht, obwohl es nichts anderes ist als die Selbstorganisation der Laien. Und das passiert heute auf allen möglichen Ebenen. Wenn heute beispielsweise irgendeine Regierung auf die tolle Idee kommt, eine Startbahn West ausbauen zu lassen oder sowas, dann sind früher die Betroffenen irgendwie in die Volkshochschule gegangen und haben so Plakate gemalt und sind dann vors Rathaus gezogen, natürlich im Regelfall sinnloserweise. Heute macht es natürlich kein Mensch mehr. Nein, man geht ins Internet. Man braucht ja nur reinzuschreiben, Ausbau von Startbahnen bei Flughäfen. Und dann finden Sie tausende von Einträgen von Leuten, die schon erfolgreich prozessiert haben gegen die Regierungen, um solche Dinge zu verhindern. Und das für alles Mögliche. Heute ist Politik als protestierende Politik oder Protestbewegung insgesamt ganz anders organisiert, nämlich über längst funktionierende Protestformen und Protestbewegungen, die man nur noch anzapfen muss und die man nur noch kopieren muss. Also das funktioniert schon seit langer, langer Zeit hervorragend. Es gilt aber im Grunde für jede Berufsgruppe, vor allen Dingen für alle Berufe, die irgendetwas mit Wissen zu tun haben, also wo man irgendwie Experte und Expertise braucht. Alle diese Leute haben das gleiche Problem, nämlich zunehmend mit Bürgern konfrontiert zu werden, die zumindest glauben, es besser zu wissen. Und das, ich glaube, die am meisten darunter gelitten haben und auch immer noch leiden, sind die Ärzte. Fragen Sie mal irgendeinen beliebigen Arzt, sie erzählen Ihnen alle das Gleiche. Sie werden konfrontiert mit Leuten, die gar nicht mehr bereit sind, als Patienten aufzutreten, sondern die dann fragen, warum kriege ich denn keine Blutwäsche oder warum geht denn meine Knieoperation nicht minimal invasiv? Das habe ich doch gerade gelesen im Internet. Und er hat recht, ja, meistens sogar hat er recht. Also das ist eine noch gar nicht abzusehende Entwicklung, die Krise der Expertenkulturen aufgrund der Selbstorganisation der Laien. Nun, der unglaubliche Erfolg der internetbasierten Medien, der zwar immer noch nicht an einem Endpunkt der vollständigen Abdeckung der Welt angekommen ist, aber dem doch sehr, sehr nahe längst gekommen ist, dieser ungeheure Erfolg war natürlich eine Katastrophe zunächst einmal für die klassischen Medien, also für das, was man früher Massenmedien genannt hat. Und diese Katastrophe zeigt sich vor allen Dingen auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Sie können weniger Anzeigen schalten, sie müssen entsprechend dann mit weniger Geld, das zur Verfügung steht, die Redaktionen schrumpfen lassen und, und.
Spezielles Problem, das ich heute nicht ansprechen kann, weil ich nicht genau informiert bin, aber das würde hier wunderbar reinpassen, wäre dann die Hoffnung dieser alten Medien auf Finanzierung durch den Staat. Also da gibt es auch so Gespräche und Ansätze, wo ich nur hoffen kann, dass es bei Gesprächen und Ansätzen bleibt. Aber wie auch immer, es gibt viel prinzipiellere Probleme für die klassischen Medien. Ich kann mich sehr gut erinnern, Sie haben ja gehört, ich habe Medienwissenschaften gelehrt und habe mich mit dem Thema natürlich schon seit Jahren und Jahrzehnten beschäftigt. Und ich habe es noch vor 10 Jahren zu diesem Thema unter anderem die These vertreten, was bedenklich ist bei den Medien ist, also bei den klassischen Medien ist, dass es immer mehr zu einer Verschmelzung von Meinung und Information kommt. Damals haben sich die Journalisten, die das sich anhören mussten, entsetzt gezeigt und gesagt, das ist ja vollkommener Quatsch. Bei uns selbstverständlich trennen wir zwischen Information und Meinung. Und das war ja auch früher so die Vorstellung bei einer Zeitung, es gibt Information, dann macht man einen Strich drunter und drunter kommt dann die Meinung oder so irgendetwas in dieser Art. Also man hat das entsetzt zurückgewiesen. Das Lustige ist, heute bestreiten das viele Journalisten überhaupt nicht mehr, sondern halten das für ihr explizites Selbstverständnis. Nicht, dass es das gar nicht mehr, dass es gar nicht sinnvoll sei, Informationen von Meinung zu trennen und dass überhaupt das Verfolgen des Ideals von Objektivität trügerisch ist und sinnlos ist. Ich hätte eine Vorbemerkung machen müssen, die ich jetzt halt nachhole, wenn ich ständig von Medien rede und in den letzten Minuten eben von klassischen Massenmedien. Natürlich muss man differenzieren. Und das meine ich nicht nur rhetorisch, sondern das ist auch wirklich so. Es gibt nach wie vor hervorragende Journalisten, brillante Journalisten. Daran gibt es gar keinen Zweifel. Und es gibt auch nach wie vor Unterschiede, was die Zeitungen und Zeitschriften betrifft. Sie sind nicht alle gleich. Sie sind nicht alle gleich propagandistisch und verbohrt oder fanatisch. Es gibt sehr, sehr große Unterschiede. Aber diese Differenzierung hier vorzunehmen, das geht nicht. Ich muss auf die Probleme mich konzentrieren und beschränken. Und das Problem steckt eben in dem Selbstverständnis neuer, vor allen Dingen jüngerer Journalisten, dass diese Trennung von Information und Meinung eigentlich überholt ist, dass wir am Ende des Objektivitätsideals angekommen sind und dass an die Stelle dieses Objektivitätsideals das gesetzt werden müsste, was man heute auch Haltungsjournalismus nennt. Seinen Namen habe ich jetzt vergessen, Herrn Restle, wahrscheinlich kennen Sie Herrn Restle, der hat dafür diesen wunderschönen Begriff werteorientierter Journalismus geprägt. Das ist dieser Haltungsjournalismus. Dazu ließe sich unendlich viel sagen, ich will es anekdotisch kurz machen, weil man das auch, wenn ich recht mich erinnere, auch noch bei YouTube nachgucken kann. Anja Reschke, auch sicher einigen von Ihnen bekannt, hat einen Preis bekommen, nämlich den Hans-Joachim Friedrich-Preis. Das war eine tolle kleine Fernsehsendung, in dem die Bühne gezeigt wurde mit dem Bild von Hans-Joachim Friedrich und dem berühmtesten aller seiner Sätze, nämlich: Ein Journalist sollte sich niemals mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und das hat man als, weil das ja wirklich ein toller Satz ist, hat man das, der Inbegriff des Journalismus, hat man das so hinprojiziert. Und dann trat Frau Reschke auf vor diese Wand und sagte, also sie weiß genau, Hans-Joachim Friedrich hat das genau andersrum gemeint. Man soll sich, ja ich weiß, Sie glauben das nicht wahrscheinlich, weil das zu absurd klingt, aber gucken Sie einfach mal nach, man kann das ja ganz leicht nachsehen. Und sie hat gesagt, er hat genau das Gegenteil gemacht, wir sollen uns engagieren, wir sollen uns also für die gute Sache kämpfen und. Ja, was wird daraus, wenn wir Pech haben? Es wird im Grunde daraus das Selbstverständnis des modernen Profi-Journalisten als Oberlehrer. Und diese Vorstellung, dass man die Menschen im Grunde, dass man ihnen das Gehirn waschen muss, ist eine Vorstellung, die sehr, sehr weit verbreitet ist mittlerweile. Und ich selber hätte gar nicht zu dem Begriff Gehirnwäsche gegriffen, weil das auch sehr brutal und hart klingt, wenn das nicht auch wiederum Selbstverständnis des meines Erachtens besten und bedeutendsten
Vertreters der Political Correctness wäre, nämlich Stanley Fish. Selbst wenn Sie mit meinem ganzen Vortrag nichts anfangen können, falls Sie den Namen noch nicht gehört haben, es ist wichtig, sich nicht mit den größten Dummköpfen auseinanderzusetzen, sondern mit den intelligentesten von ihnen. Und meines Erachtens ist Stanley Fish der intelligenteste aller, ist der Champion der Political Correctness für meine Begriffe. Und Stanley Fish hat entsprechend auch sehr schön gesagt, ja, was wir machen, ist Gehirnwäsche, denn den meisten Menschen gehört das Gehirn gewaschen. Ja? Also das, ich finde das ganz großartig, also solche Leute liebe ich, die einfach Klartext reden, nicht, die nicht so außenrum sagen, so, ja, das ist meine Meinung oder sonst was. Nein, die Leute brauchen offenbar eine Gehirnwäsche und es gibt Leute, die dazu bereit sind, die ihnen zu verpassen. Und das ist der Sinn von Political Correctness. Nun, Sie kennen das natürlich zunächst einmal, und das ist die Diskussion der letzten Wochen und Monate gewesen, in Form von Cancel Culture oder Silencing, wie man früher auch so schön gesagt hat, also politische Korrektheit, die belässt es eben nicht nur bei der Sprachpolitik, sie belässt es nicht nur bei der Sprachhygiene, das sind gute Wörter, das sind schlechte, tabuisierte Wörter, sondern bringt Leute zum Schweigen, die anders reden und die anderes denken und anderes formulieren wollen. Deplatforming, also es gibt ja die tollsten Begriffe mittlerweile, was da passiert. Also man entzieht den Leuten die Plattform, auf der sie sich äußern könnten mit abweichenden Meinungen. Und eben, man wird gecancelt. Die Leute sind ja mittlerweile bei Twitter, Sie haben ja gehört, dass ich mich da herumtreibe, sind ja stolz darauf, möglichst viele Leute zu canceln bei Twitter. Also das macht man dann, indem man sie blockiert. Ich glaube, Jan Böhmermann hat den Weltrekord im Blockieren. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden gibt, der auch nur annähernd solche Zahlen erreicht. Also ich glaube, er kann das gar nicht alleine machen. So viele Leute kann man als Einzelperson, glaube ich, gar nicht blockieren. Er muss da einen Stab von Mitarbeitern haben, die ihm dabei helfen. Das ist, wenn Sie es wollen, eine noch lustige Form von Cancel Culture. Weniger lustig ist es, wenn man ihnen buchstäblich das Mikrofon entzieht, was mittlerweile einer Fülle von Wissenschaftlern auch widerfahren ist. Mittlerweile auch die bedeutendsten, berühmtesten. Also wenn Sie an Schriftsteller denken wie die Rowling, wer hätte gedacht, dass das eine böse Frau ist? Nicht? Oder wenn Sie an Dawkins denken, der doch der Held, wie soll man sagen, der atheistischen modernen Wissenschaft war, auch diese Leute sind offensichtlich böse. Ja, es ist gar nicht so leicht, nicht zu denen zu gehören. Und wie gesagt, Cancel Culture ist im Grunde einer der Inbegriffe dieser Entwicklung, die beginnt mit dem neuen Selbstverständnis des Journalisten als Oberlehrer oder des Medienmanagers als Oberlehrer des Volkes. Eine andere Variante ist dann von Journalismus als, ja, wie soll man das nennen, neuer Journalismus, Journalismus von Leuten, die mit dem Objektivitätsideal nichts mehr am Hut haben. Eine andere Form ist Verzicht auf Journalismus überhaupt in den Medien. Und dafür gibt es mittlerweile auch ein tolles Beispiel, nämlich den Stern. Sie haben das ja mitgekriegt, der gesagt hat, wir überlassen Fridays for Future die nächste Nummer. Die sollen sie selbst machen. Fand ich auch toll, weil das auch sehr ehrlich ist. Denn die anderen Medien machen das ja eh permanent, dass sie im Grunde NGOs oder irgendwelchen Protestgruppen mehr oder minder die Redaktion überlassen und im Grunde deren Propaganda betreiben. Also insofern hat der Stern das nur einmal auf den Begriff gebracht, was ohnehin schon seit langer Zeit passiert. Verzicht auf Journalismus in toto. Ja, ich hatte das gerade gesagt mit Stanley Fish und dieser selbstbewussten Gehirnwäsche als dem Kern der Political Correctness. Wenn Sie das etwas akademischer, vornehmer hören wollen, und zwar von der anderen Seite betrachtet, von der kritischen Seite aus betrachtet, dann finde ich hervorragend den Begriff, den Josef Isensee gefunden hat, didaktische Tabus. Den finde ich wirklich brillant. Also das soll ja heißen, es wird alles Mögliche tabuisiert, wird unsagbar gemacht, aus didaktischen Gründen, da ist wieder der Oberlehrer. Ja? Also dieses Volk ist unmündig, deshalb muss man es erziehen oder umerziehen oder was auch immer.
Und diese Didaktik arbeitet mit Tabus, also indem sie Dinge verbietet, indem sie Dinge beschweigt und da auch mehr oder minder eine Art, ja, Re-Education 2.0 betreibt. Ich hatte jetzt mit Stanley Fischer schon einen Literaturhinweis gegeben, für den ich wirklich stehe. Das werden Sie nicht bereuen, wenn Sie mein Buch von ihm lesen, um die Political Correctness von Ihrer intelligenten Seite mal kennenzulernen. Aber es gibt einen noch fundamentaleren Text, der auch sehr, sehr alt ist, schon über 50 Jahre alt. Und der stammt von Herbert Marcuse. Die Jüngeren unter Ihnen werden vielleicht mit dem Namen nichts mehr anfangen können. Es war mehr oder minder der intellektuelle Star der amerikanischen Studentenbewegung. Ja, also das, was bei uns die Frankfurter Schule gemacht hat, hat das in Amerika gemacht. Und Herbert Marcuse hat einen Text geschrieben, den ich Sie wirklich dringend bitte zu lesen. Den können Sie ganz einfach runterladen im Internet mit dem Titel Repressive Tolerance, also repressive Toleranz. Sie können den Artikel auch, glaube ich, auf Deutsch finden. Auf jeden Fall gibt es ihn auf Englisch, den Originaltext Repressive Tolerance von, ich glaube, es ist von 1968, jedenfalls nicht sehr viel höher. Nun, was ist Repressive Tolerance? Repressive Tolerance ist das, was Sie betreiben oder was ich betreibe oder was jeder Bürger betreibt, der noch Bürgerlichkeit praktiziert. Das heißt nämlich, und das ist für Marcuse repressiv, nämlich andere Leute, die andere Meinungen haben, zu Wort kommen lassen. Ihnen zuhören, ihnen dann widersprechen oder mit ihnen diskutieren oder streiten, aber sie zu Wort kommen lassen und zuhören. Und Marcuse sagt, da haben wir uns täuschen lassen, da spielt uns der Begriff Toleranz einen Streich. In Wahrheit ist das Teufelszeug, diese liberale Form von Toleranz. In Wahrheit ist sie repressiv. Sie unterdrückt, wenn man so will, die Armen, die Beleidigten, die Erniedrigten, die Opfer und. Und deshalb sagt Marcuse in einer Klarheit und Einfachheit, die man einfach nicht fassen kann, deshalb sage ich Ihnen, lesen Sie es durch, Sie würden es nie glauben. Er sagt dann einfach, Leute, die von rechts kommen, müssen unterdrückt werden, egal was sie sagen. Und die darf man nicht zu Wort kommen lassen. Man muss ihnen jede Möglichkeit der Artikulation entziehen. Alle Leute, die von links kommen, muss man in jedem Fall unterstützen, vollkommen unabhängig von dem, was sie sagen. Ja, also sehr viel einfacher geht es eigentlich nicht und sehr viel klarer geht es nicht. Und ich hatte so das Gefühl, dieser Artikel ist unglaublich aktuell geworden. Ja, Repressive Tolerance von Marcuse. Und wenn Sie das jetzt mal zusammennehmen, also selbstbewusste Gehirnwäsche, didaktische Tabus oder eben Kampf gegen die liberale Form der Toleranz. Ja, was bleibt dann eigentlich Bürgern, die nicht, Sie haben ja zu Recht vermutet, bei mir kommt eine Spur von Mut heraus durch meine Pensionierung, ja, aber was bleibt dann eigentlich Leuten übrig, die nicht pensioniert sind oder die noch Karriere machen wollen? Ich habe mir schon oft überlegt, wenn ich jetzt 30 wäre oder 35, also am Anfang meiner Karriere und wollte noch was werden, es wäre eine Katastrophe. Also ich wüsste wirklich nicht, was ich machen sollte. Ich wüsste es wirklich nicht, dass das Leben an deutschen Universitäten in den geistwissenschaftlichen Bereichen ist ein Witz. Das ist grotesk. Und einige haben mir auch schon signalisiert, weil ich bisher immer gesagt habe, macht einfach MINT-Fächer, alles andere ist hoffnungslos verloren. Ich habe aber jetzt auch schon gehört, selbst wenn man BWL studiert, muss man manchmal mit derartigen Dingen rechnen oder bei Juristen und Ähnlichem, wo man sich an den Kopf fasst, aber auf jeden Fall kann man sagen, Geisteswissenschaften sind für alle Zeiten verloren, da lässt sich gar nichts mehr machen. Nun, was soll man dann machen? Sie wollen aber noch Karriere machen, was bleibt Ihnen? Ihnen bleibt im Grunde nichts anderes als zu schweigen. Und deshalb ist auch wieder eine sehr alte Theorie, wie ich finde, es aktuell geworden, nämlich die von Nölle Neumann, die immer hart bekämpft wurde, können Sie ja vorstellen, warum, nämlich die der Schweigespirale. Was damit gemeint ist, war ja das, dass sie sagt, die Schweigespirale kommt in Bewegung, wenn es gut artikulierte Minderheiten gibt, die in der Lage sind, den öffentlichen Eindruck zu vermitteln, sie würden die Mehrheitsmeinung repräsentieren. Und die Mehrheit
die das hört, empfindet sich dann als radikale Minderheit und hält natürlich den Mund, um nicht anzuecken. Das schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Auch das ist ein Eskalationseffekt. Und ich glaube, etwas Ähnliches beobachten wir heute auch. Denn ich glaube, jedem hier ist es schon 100-mal so gegangen, dass er mit normalen Menschen, Nachbarn oder sowas, ins Gespräch gekommen ist und dann gesagt hat, ja, das ist ja alles Quatsch, ich halte das auch alles für Wahnsinn, aber das kann man jetzt nicht öffentlich sagen. Und das heißt es eigentlich, Schweigespirale. Es lässt sich dann auch gar nicht mehr sehen, wo ein Ansatzpunkt wäre, um da, nennen Sie nur an gendergerechte Bibel oder so irgendetwas, wo im Grunde jeder Mensch, der noch halbwegs bei Trost ist, im Grunde in Lachen ausbrechen müsste. Es war auch lange Zeit mein, glaube ich, etwas verfehltes Rezept. Einfach, wenn jemand aus dieser verrückten Welt kommt, alles ist rassistisch oder Gender-Gaga oder sowas, einfach nur zu lachen. Das funktioniert leider nicht, habe ich schon festgestellt. Aber es ist schwer, eine andere Technik zu entwickeln. Der Effekt der Schweigespirale ist, glaube ich, unleugbar und ist zurzeit wieder sehr, sehr gravierend. Letzte abschließende Bemerkung. Es gibt auch in der letzten Zeit häufiger den Begriff systemrelevante Medien. Wenn ich den Begriff recht verstehe, dann sind das Medien, die die Regierung stützen, oder? Also so ungefähr würde ich mir das zurechtlegen. Und das entspricht ja ziemlich genau den Medien, die die politisch-mediale Elite auch ausmachen. Also die Leute, die tatsächlich prägend sind beim Agenda-Setting, bei den Themen, die auf die Tagesordnung gesetzt werden und so weiter. Nun, wenn ich sage politisch-mediale Elite, werden vielleicht einige sagen, hey, wieso, was ist denn daran elitär? Elite, da muss man doch auch was können, da muss man was drauf haben. So leicht würde ich es mir nicht machen. Ich würde schon sagen, das sind, und das macht die Sache so problematisch und so schwierig, das sind intelligente, gebildete Leute. Also gerade diese politisch-mediale Elite, das sind keine Dummköpfe. Dann wäre es nämlich ganz einfach, wenn es Idioten wären, hätten wir sie längst, wie soll man sagen, überwältigt oder hätten sie platt gemacht, besiegt, wie auch immer. Es sind aber zwar auch Idioten, aber sie sind auch intellektuell. Und dafür hat Nassim Nicholas Taleb eine sehr schöne Formel gefunden, intellectual yet idiot. Also das sind Intellektuelle, aber auch Idioten gleichzeitig. Was damit gemeint ist, ist, das sind Leute, die außerordentlich gut akademisch geschult sind, die aber niemals Lebenserfahrung gesammelt haben. Also die niemals in Kontakt mit der Außenwelt gekommen sind, was ganz leicht möglich ist. Das kann ich nun wirklich von mir selbst bestätigen. Sie können ihr ganzes Leben gewissermaßen unter der Haube der Universität verbringen und nie in Kontakt mit der Wirklichkeit kommen. Das ist heute unglaublich leicht möglich und Sie können offenbar auch direkt aus dem Oberseminar nach Brüssel in irgendein Gremium gewählt werden. Das ist alles möglich, erst recht natürlich Parteikarriere machen, da muss man noch nicht mehr das Studium abschließen. Also das geht alles glatt und Sie müssen im Grunde keinen Realitätskontakt entwickeln. Und das wäre meine Erklärung, intellectual yet idiots. Also das sind kluge Leute, die rhetorisch meistens brillant sind. Und die, bei denen man immer aufpassen muss, dass man nicht den Kürzesten zieht, wenn man mal in eine Diskussion mit ihnen gerät. Aber es sind eben gleichzeitig Idioten. Im Sinne von, sie haben keinen gesunden Menschenverstand. Sie haben keine wirkliche Lebenserfahrung. Sie haben keinen Kontakt mit der Realität. Nun, was kommt dabei raus? Für die Gesellschaft, also in der öffentlichen Diskussion, kommt heraus das, was der amerikanische Philosoph Harry Frankfurt, und jetzt seither ist es ein Terminus technicus, Bullshit genannt hat. Bullshit ist ein sehr guter Ausdruck. Wenn Sie ihn mal technisch nehmen, wie Harry Frankfurt, und nicht einfach nur so einen oberflächlichen, abwertenden Begriff davon nehmen. Mit Bullshit bezeichnen die Amerikaner nämlich ein Gerede, das mit überhaupt kein Interesse an Wahrheit hat. Das hat einen sehr interessanten Effekt. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die früher von Lügenpresse geredet haben. Ich glaube, Sie waren der Erste, der gesagt hat, das sollte man nicht machen und stattdessen von Lückenpresse reden oder so irgendetwas in dieser Art. Finde ich richtig.
Denn Lüge ist niemals das Problem. Das gibt's immer auch. Überall wird auch gelogen. Aber das ist uninteressant. Denn wer lügt, hat noch ein indirektes Interesse an Wahrheit. Er will sie nämlich gerade verfälschen und verstellen. Viel schlimmer als die Lüge ist Bullshit. Nämlich ein prinzipielles Desinteresse an Wahrheit. Ein prinzipielles Desinteresse an Objektivität oder an der Welt, wie sie ist. Und genau das wird verbreitet bei fast allen Themen, mit denen wir es, den großen Themen, mit denen wir es heute zu tun haben. Was hat das für einen Effekt, wenn die politisch-mediale Elite Bullshit verbreitet? Der Effekt ist das, was mittlerweile sehr gut untersucht worden ist, beispielsweise von Ulf Poschert mit seinem Buch Mündig oder jetzt Alexander Kissler mit seinem Buch Die infantile Gesellschaft. Der Effekt ist Infantilisierung. Ja, die Bevölkerung lässt sich immer mehr ein auf kindische Modelle der Welt oder auf kindische Welterklärungen. Und das macht sie zunehmend unmündig. Wir haben da ein riesengroßes Problem. Wir sind am Gegenpol der Aufklärung angekommen. Und das ist natürlich der politisch-medialen Elite unglaublich recht, denn sie möchte uns ja an der Hand nehmen. Sie möchte jeden Bürger an der Hand nehmen, von der Wiege bis zur Bahre, und hat das auch längst zu einer eigenen politischen Philosophie stilisiert, die den schönen Namen Nudge bekommen hat. Auch dazu ließe sich viel sagen. Sie kennen das Problem. Es gibt Nudge-Units in fast jeder westlichen Demokratie, in denen Projekte entwickelt werden, wie man die Leute an der Hand nehmen kann, damit sie endlich so denken, handeln und leben, wie sich das diese politisch-mediale Elite vorstellt. Nie waren wir wahrscheinlich weiter von der Aufklärung entfernt in den letzten 200 Jahren als heute. Und leider Gottes, ich mache mir deshalb keine Vorwürfe, dass ich Wissenschaftler bin, ich habe keinen Rat für Sie, wie man es anders machen könnte. Ja, vielen Dank.